Hallo und herzlich willkommen zu Folge 17 von Let's Play Sims 4 Werwölfe. In der letzten Folge sind so ein bisschen Sachen mit Morgan in die Brüche gegangen. Ich weiß leider noch nicht, was ihr dazu gesagt habt, aber wir hatten letztendlich so ein Date mit ihm, so oder eine Verabredung. Es war nicht direkt ein Date. Wir hatten so eine Verabredung mit ihm, wo es letztendlich so war, so schaffen wir es vielleicht doch noch irgendwie mit ihm befreundet zu sein oder so. Oder halt irgendwie doch noch was mit ihm anzufangen, weil es halt vorher so ein bisschen so... Halt, es hätte sehr schön sein können, aber er hat sich nicht so toll verhalten und es war so, nee. Und dann hatte ich gesagt, okay, komm, letzter Versuch, letzte Chance, wir probieren es noch einmal und halt, wenn es jetzt blöd läuft, dann lassen wir es halt sein. Und es lief ziemlich blöd und ja, jetzt ist irgendwie so, haben wir so eine Trennung halt, ne, hier in den Sims, ich gucke hier gerade, wer so ein bisschen rumläuft. Genau, und... Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir hier weitermachen. Und ich würde sagen, was wir machen, ist, wir fokussieren uns mehr auf uns selber, auf unser Rudel, auf unsere Wohnsituation, auf unsere Arbeit. Und ja, ich meine letztendlich, wir können noch nicht mal wirklich mit ihm befreundet sein, weil halt, wir hatten ja gar nicht wirklich geflirtet, sondern wir waren einfach freundlich. Halt, wir wollten erstmal so ein bisschen schauen, weil es halt vorher so ein bisschen weird war. Halt können wir einfach respektvoll und nett zueinander sein und wir haben festgestellt, nein. Von daher, halt, es ist nicht so eine Sache von, oh, halt, es funktioniert halt nicht, lass halt Freunde sein, sondern es ist halt so, ja, lass halt lieber gar nichts sein. Also, das ist schon so ein bisschen traurig. Was ich heute gerne ausprobieren würde, Laura ist hier gerade noch auf Klo und so weiter. Wir haben leider hier noch mehr Wutpunkte bekommen, aber ich würde eigentlich gerne irgendwie die positiven mal dazu bekommen, statt hier die negativen. Wir können gleich mal was essen. Wir können vielleicht sogar zusammen frühstücken und dann würde ich so gerne mit Laura mal mit der Nachtsicht, die sie jetzt hat, die neuen, die halt die Tunnel nochmal erkunden und schauen, ob da irgendwas passiert. ja, haben wir Frühstücksessen eigentlich? Ich glaube nicht. Du bist wach und du bist sehr wütend. Ah, du bist hier schon in Raserei verfallen? Oh, heftig. Können wir irgendwas machen, um das so ein bisschen zu verringern? Wir wollen gar nicht so wütend sein. Kannst du vielleicht gerade mal hingehen und ihn beruhigen? Oder können wir das erst, wenn er wirklich halt richtig, richtig wütend ist, wenn er schon so in Raserei verfallen ist? Das weiß ich gar nicht. Ist das hier? Oder ist das hier? Lino beruhigen. Ach, wie toll. Ja, mach das mal. Schwester. Um fair zu sein, irgendwie, ich finde, Lino hat im Moment auch Grund, sauer zu sein. Ich an Linos Stelle wäre auch sauer. Nicht unbedingt wegen dem hier. Ach, guck mal, es ist bald vorbei mit dieser Geldheirat. Was haben wir dann einfach nicht gemacht? Wir haben nicht genug Autarkie-Sachen gemacht mit Laura. Was müssten wir denn dafür machen? Schaffe Nahrung durch Angeln, Gärtnern oder Jagen in Biestform und bereite köstliche Mahlzeiten zu, trage sie. Aber wir müssen mehr zu den Rudelressourcen beitragen. Ja, das ist kein Problem. Das können wir machen. So, Lino, geht's dir jetzt besser? Wobei, wenn wir angeln, irgendwie kommt das, können wir das ja gar nicht dahin bringen, glaube ich. Wir können nur irgendwie gesammelte Sachen dahin. Oh, guck mal, wir haben jetzt gar keine Wut mehr. Ach, das ist praktisch. Möchtest du vielleicht mal Frühstück servieren? Eier und Tau. Bachte, nein. Rührei mit Speck, weil Laura will Fleisch. Sorry. Das geht mir so gegen den Strich, selbst wenn es nur im Spiel ist, ehrlich gesagt. Ich bin so, nein, Laura, du brauchst das nicht. Ist doch einfach was anderes. Du kannst mir Rührei mit Speck herstellen und dann kann Laura mal duschen und dann können wir vielleicht zusammen mal frühstücken. Jupp. Und dann gucken wir mal, was uns dazu hier noch so einfällt. Ach ja. Warte. No way. Da taucht dir nicht auf über Folgen hier. Und jetzt irgendwie, wo wir sagen so, ja gut, dann nicht. Auf einmal spaziert dir da an uns vorbei. Ist es immer so. Das ist irgendwie universales Gesetz, das ist immer so. Sobald man anfängt und irgendwie sagt so, jo, dann halt nicht, ist es auf einmal irgendwie, die Leute tauchen überall auf, es ist schrecklich. Okay. Okay.
Ach, hier ist noch ein Müllbeutel, den habe ich noch nicht weggemacht. Ach ja, ach ja. Wisst ihr was? Haben wir eigentlich noch einen Punkt übrig mit Laura? Nein. Weil ich finde, eigentlich Jägerin könnten wir eigentlich auch noch mit ihr machen. Das wäre eigentlich schon ganz cool. Aber ich glaube, den bekommen wir erst, wenn wir hier sind, an dem Punkt. Ne? Bekommen wir den nächsten Fähigkeitspunkt. Also das könnten wir dann vielleicht mal machen. Wäre vielleicht ganz gut. Okay. Aber du hast noch einen Punkt, ne? Da können wir auch noch nachschauen. Auch für ihn wäre es voll gut, wenn er sich wieder einfangen könnte, wenn er wütend wird, weil das möchte er ja eigentlich gar nicht, hat er eher Probleme mit. Aber ich glaube, das haben wir hier noch nicht, ne? Das kommt erst später. Mondresistenz könnten wir haben, ja. Wenn du hiermit fertig bist, magst du vielleicht mal gerade die Pflanzen versorgen gehen. Das ist vielleicht gut für. Ach, es muss gar nicht bewässert werden. Aber du könntest mal ernten gehen, wenn du möchtest. Aber du bist fast schon sauer. Wir müssen dich gleich auch beruhigen von Linur aus dann. Ist doch voll schön, dass die beiden sich gegenseitig beruhigen. Ich mache hier auch nochmal die Headline-Effekte wieder aus. Sie kann gerne Gartenarbeit mögen. Okay, Linur, bevor du hier was isst, magst du mal deine Schwester beruhigen? Beruhigen. Wir haben hier voll irgendwie die richtig gegenseitige Unterstützung nochmal so nach vorne geholt seit letzter Folge. Ist voll schön. Oh. Geht's euch wieder besser? Ich habe irgendwie erwartet, dass sie sich umarmen, weil das Bild Werwolf-Empathie ein, zwei umarmende Leute hat. Von wem wir. Von Lilly werden wir angerufen. Ich hatte kein Date mit Vladislaus. Warum können wir nur sagen, es tut mir leid? Das tut uns überhaupt gar nicht leid. Gut, dass du das nicht gemacht hast. Wir hassen dich ja. Eine schlichte Interaktion mit denen. Okay, dann esst mal ihr beiden. Und dann gucken wir mal. Genau. Gucken wir mal, was wir hier noch so machen können. Und Lino mag diese Einrichtung hier wirklich nicht. Ich meine, fair genug, ist ja okay. Muss er ja nicht. Ist ja in Ordnung. Okay, dann, wenn du damit fertig bist, kannst du mal hier verwenden. Und dann kannst du auch gerne nochmal. Ach, du kannst jetzt hier noch viel mehr. Ach, guck mal, krass. Dann kannst du mal eine Drachenskulptur herstellen. Und Laura kann dann mal vielleicht hier mal was abernten noch. Und warum bist du jetzt sehr wütend? Du musst wirklich Steak essen oder sowas. Wahrscheinlich rohes Fleisch dann, ne? Bäh. Magst du dann mal hier hingehen und Kanaldeckel besuchen? Und dann kannst du von da aus nochmal die Tunnel erforschen, wirklich, weil da suchen wir ja noch nach Sachen. Okay. Aber es hat sich noch niemand gemeldet für unsere Plopsi-Sachen, ne? Nee. Okay, macht nichts. Kommen wir noch zu. Können wir hier das auch mal auf. Nein, können wir nicht. Und wir sollten irgendwann einen Hund adoptieren. Halt nicht jetzt, weil halt im Moment haben wir noch gar nicht. Noch gar nicht so wirklich die Unterkunft, wo man den Hund halt nicht, dass er sich verletzt an dem Müll und irgendwie das Haus ist nicht schön und viel zu klein. Nicht viel zu, aber schon zu klein für einen Hund, je nachdem auch welcher Hund das ist. Aber halt so grundsätzlich könnten wir gerne mal einen Hund haben. Da bin ich eigentlich gar nicht dagegen. Okay.
guck mal, der ist schon fertig. Dann machen wir hier gerne weiter. Dann kannst du mal. Warte, warum bist du wütend? Ah. Okay. Dann kannst du mal hier auch auf Plopsi anbieten. Dann kannst du mal eine Elefantenskulptur herstellen hier. Du kriegst hier richtig dein Plopsi-Shop ans Laufen. Okay. Möchtest du dann jetzt hier mal die unterirdischen Tunnel erkunden? Weil ich glaube, egal ob wir jetzt noch was finden können oder nicht, ist es auf jeden Fall cool, dass wir jetzt diese Nachtsicht haben, weil dann können wir halt noch mehr Sachen machen hier drin. Ist schon echt cool. Genau. Kannst du mal losgehen. Mich stört das, ich weiß, ich sage das ständig, aber mich stört das so, dass das hier hinten alles so zugemüllt ist und wir da nichts dran machen können. Halt irgendwie so, allein deshalb sind für mich die Wildfangs schon irgendwie weniger reizvoll als die Moonwood-Kommune, weil halt alles voll Müll. Boah, ist Rory irgendwie trainiert. Guckt euch mal die Beine an. Und das Kreuz, oh mein Gott, Rory ist so trainiert. Heftig, okay. Du bist hiermit auch schon fertig. Nein, hast nur aufgehört. Möchtest du, hier ist Markus Flex. Vielleicht hat der ja weniger Vorurteile gegenüber Werwölfen, wer weiß. Hier ist Christoph. Was sind hier Ratten? Wir haben einen Müllhaufen gefunden. Das ist immer nützlich. Okay. Aha. Obwohl der Tunnel voll ist mit verrottetem Gebälk und kaputten Metallteilen, klingt es Laura aufgrund ihrer Fähigkeit im Dunkeln zu sehen, den Müll zu umschiffen. Plötzlich stößt sie auf einen Berg alter Geräte zum Holzfällen und Sägemühlenblätter. Das sieht aus, als käme es aus der alten Mühle von Moonwood Mill. Ach, spannend. Wir sind die Sachen hier unten nach hier unten gekommen. Unter den Teilen eines alten Wasserrades entdeckt Laura eine Geldkassette. Es macht den Anschein, als benötige man übernatürliche Kräfte, um das Ding zu erreichen. Kannst du versuchen, das Rad zu heben? Ich meine, wir können ja auch das andere dann probieren, sollte das hier nicht funktionieren. Das können wir ja mal gucken. Der Schatz der alten Mühle. Laura muss ihre ganze Kraft zusammennehmen, bis sie das kaputte Wasserrad endlich rührt. Als es beginnt, sich zu bewegen, fallen andere Schrottteile auf die Geldkassette und Laura muss das Rad schnell absetzen, bevor ihre Gliedmaßen zerquetscht werden. Vielleicht kann Laura es nochmal versuchen, wenn ihre Arme nicht wie Pudding sind. Okay, wir können es nochmal probieren. Irgendwann. Das ist ja okay. Müssen wir mehr trainieren einfach mit ihr? Brauchen wir einen höheren Level? Spannend. Das wäre aber voll der Job für Laura. Das passt voll. Hat sie noch eins gemacht? Ist schon fertig? Ja. Wir gehen mal Richtung Knoblauch. Aber jetzt, wo wir die Nachtsicht haben, ernsthaft, das ist schon anders hier. Das merkt man. So, ich habe nicht mehr so viel Lust, nur noch mit dir. Ich finde, du hast jetzt auch mal viele Sachen hergestellt und wir brauchen ja noch ein bisschen, bis die Sachen mal halt angenommen werden. Ein Knoblauchzimmer. Alle Knoblauchzöpfe baumeln an den Wänden entlang des gewundenen Tunnels. Plötzlich stößt Laura auf eine große, verriegelte Metallkiste. Sie hantiert an der Verriegelung herum und denkt, dass sie... Okay, können wir mal hineingehen? Ich möchte hier alles ausprobieren. Was kannst du eigentlich hier noch abgeben irgendwie? Können wir Fische hier abgeben? Weil ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, man könnte nicht Fische hier abgeben. Können wir auch nicht. Aber du kannst mal Eisenhut abgeben und dann können wir vielleicht mal... Warte, Laura zieht an der Verriegelung und schlüpft in die Kiste. Die scheint eine alte Fluchtkammer zu sein. Es gibt Bettenvorräte und kaputte Holzschnitzereien. Laura wühlt sich durch den Schutt, findet etwas Nützliches und verlässt die Kammer. Ach, spannend. Warte, was haben wir gefunden? Moonwood-Stab, Mondblatt. Was ist denn ein Moonwood-Stab? Ich habe keine Ahnung. Können wir eigentlich auf Ressourcen auch zurückgreifen? Weil ich hätte eigentlich voll gerne dieses Buch mal. Die Geschichte von Moonwood Mill. Das wäre voll cool. Aufbruch aus dem Untergrund. Laura kann sich
kann er nicht erkennen, das muss der Ausgang sein. Wo kommst du denn da raus? Hier wieder. Möchtest du noch mal reingehen? Einfach, weil ich das spannend finde. Wir können noch mal Richtung was anderem gehen. Aber wir müssen auf jeden Fall mehr trainieren, weil wir wohl stärker sein müssen, um dieses Kistending anzuheben, also um das da rauszuheben. Oh. Ich gehe noch mal Richtung Schutt. Ich weiß gar nicht, ob dann das Gleiche passiert. Wahrscheinlich schon, ne? Wenn wir nicht an der Kiste rumschrauben, sondern einfach nur weitergehen und am Knoblauchzimmer vorbeigehen. Aber wir gucken einfach mal. So, können wir denn nicht Inside das Leben als Werwolf, Archäologieband? Wir haben immer noch den Sonnenblumenfrosch hier. Haben wir das jetzt? Dieses Buch? Ja. Aber was ist denn passiert mit der Geschichte von Moonwood Mill? Jetzt haben wir auf einmal Heulen hier, wo wir genau das Gleiche gemacht haben. Können wir mal zurückheulen trotzdem? Kannst du das mal lesen? Da können wir danach, können wir es ja auch wieder zurücktun. Ach ja. Ich hab's doch noch nicht kapiert mit den Dingern. Ich dachte, ich hätte es. Aber nein. Oh, wir haben ein Geschenk bekommen. Danke. Ein Pfannkuchen. Wollen wir dir auch mal ein Geschenk geben? Irgendwie ein Fisch oder so? Auch da können wir keinen Fisch geben. Oder? Nee. Aber wir können mal eine Weintraube geben, vielleicht. Und können gleich mal den Pfannkuchen essen. Warum nicht? Okay. Wenn du spürst, dass die Wut überhand nimmt und du nicht wieder. Halt, wie schnell soll ich das denn hier lesen? Und du nicht wieder das Haus zerstören möchtest, zieh den folgenden Rettungsanker in Betracht. Türschlösser, verschließe einfach die Tür. Selbst Werwölfe bekommen diese Dinger nicht auf. Okay. Okay, da sind wir auch einfach wieder rausgekommen. Okay. 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 So weit, so gut. Ich habe jetzt viele Folgen hintereinander aufgenommen. Ich bin auch, ich weiß nicht, ob man es hört, ich bin langsam so ein bisschen heiser. Ich glaube, ich brauche jetzt auch mal so ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken, wie es jetzt weitergeht mit den beiden. Also ich weiß grob, ich möchte halt tischlern mit Linur und ich möchte irgendwie unsere Wohnsituation verbessern. Ich hätte gern auch noch mehr Pflanzen, das können wir gerne machen. Ich würde mich gerne mit Greg mal so ein bisschen unterhalten und den kennenlernen. Wann ist denn der nächste Vollmond? Weil ich glaube, dann müssten wir ihn ja noch mal sehen. Übermorgen. Okay. Nein, übermorgen. Okay. Ich hätte aber außerdem auch gerne, dass die beiden auch mal so, halt, sie haben jetzt ihr Rudel kennengelernt, die Freundschaften dort können wir auch gerne noch vertiefen, aber halt wollen sie halt auch Leute kennenlernen. Und ich möchte halt jetzt nicht irgendwie mit Lino sofort losziehen unbedingt und halt, wir müssen jetzt so schnell wie möglich jemanden finden, weil wir morgen nicht mehr haben, halt, das möchte ich auch nicht. Aber halt, ich glaube halt schon, dass sie hier so halt sesshaft werden wollen und so halt ganz gerne so ihre Leute hier hätten. Von daher. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Ja. Genau. Aber dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich beende die Folge hier. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.